Grundsätzlich würde ich sagen, die Universitäten haben alle das Gefühl, sie müssen was tun, was ich klasse finde, weil das das erste Mal ist seit langer, langer Zeit, dass die Universitäten das Gefühl haben, sie müssen wirklich vielleicht sich verändern. Open Source Education oder Open Education reden die Leute manchmal von, oder auch Open Educational Resources, das ist alles so ein bisschen Teil einer Idee, die vielleicht vor 10 Jahren ungefähr angefangen hat, so die ganzen kleinen Anfänge, aber wo wir jetzt erst an einem Punkt sind, wo man so das Potenzial so ein bisschen sehen kann, wie zum Beispiel Khan Academy, wo eben eine Person im Prinzip ein ganzes Highschool-Curriculum in Mathe und Physik erstellt hat, oder hier in Deutschland der Jörn Dowitschach, der sowas Ähnliches gemacht hat, oder vielleicht auch sogar noch breiter. Und dann diese ganzen Open-Courseware-Geschichten, wo Universitäten eben angefangen haben, ihre Kursmaterialien im Internet frei zugänglich zu machen. Und die Benefits davon, die werden jetzt langsam erkennbar. Und ja, also das ist natürlich der Bereich, aus dem ich jetzt auch komme. Das ist auch einer der Gründe, warum ich vielleicht davon so begeistert bin. Aber für mich ist das die wahre Demokratisierung der Bildung. Und da wird die wirkliche Innovation stattfinden. Und das sind auch so Ansätze, die mal nicht in der Hochschule anfangen oder nicht das Bildungssystem, was wir kennen, als Ursprungspunkt nehmen, sondern die das Internet als Anfang nehmen. Also wie wir uns vernetzen mit anderen Leuten, wie diese Gleichberechtigung des Internets funktioniert im Bildungsbereich. Und also so diese Hierarchien so ein bisschen hinterfragen und die Institutionen hinterfragen. Und ich denke, das ist eigentlich das Interessantere, was da passieren wird. Ich muss sagen, Stanford, finde ich, eigentlich hat das sehr gut gemacht mit diesen ganzen MOOCs. Ist ja eigentlich auch so ein bisschen der Ursprung, die Ursprungsinstitution der MOOCs und zweier dieser großen MOOC-Startups. Aber Stanford hat von Anfang an gesagt, wir experimentieren, das ist interessant, wir wissen nicht genau, was hier passieren wird. Das wird nicht die Stanford-Bildung ersetzen, aber wir möchten mit diesen neuen Technologien so viel experimentieren wie möglich. Und unsere Faculty, also unsere Professoren, können alles ausprobieren, was sie wollen. Und wir unterstützen die da auch drin und haben unheimlich viele verschiedene Sachen ausprobiert. Und das, denke ich, ist genau der richtige Ansatz. Und das gibt es mehr in Amerika als in Deutschland, wo man schon das Gefühl hat, eher alle gucken mal so rum, was machen die anderen, und bis da einer wirklich dann mal vorprescht und dann beweist, dass es geklappt hat, bleiben die anderen lieber zurück und denken sich so, ah, bevor es bei dem schief geht, mache ich mal lieber nicht mit, da bin ich, das ist mir zu heikel. Und da denke ich, so müsste man mal ein bisschen mehr in die Bresche springen und ein bisschen auch halt die neuen Möglichkeiten ausschöpfen und probieren und auch eher mal Ja sagen. Also das ist so ein anderes Ding, wo in Amerika, man kommt mit einer dicken Idee, man verkauft die ganz gut, da sind die Leute alle direkt begeistert. In Deutschland ist es so, man kommt mit einer riesen Idee, man versucht die gut zu verkaufen, da sind die Leute erstmal alle skeptisch. Also da muss man durch die ganzen Fragen erstmal durch, am Ende hat man selber keine Lust mehr, das zu machen vielleicht. Und das ist in Amerika schon anders. Das Media Lab ist für mich ein guter Ort, weil das ganz am Rand von MIT sitzt. Also die sind auch fremdfinanziert, haben viel mehr Freiheit, was die Forschung angeht, sind nicht interdisziplinär, sondern antidisziplinär. Also bei uns gibt es ganz, ganz klar keine Disziplinen. Wenn einer sagt, ich bin so und so, dann passt er da eigentlich schon nicht hin. Und die Leute, die da angezogen werden, sind eigentlich Leute, die nirgendwo anders reinpassen. Also es ist natürlich so ein bisschen Rhetorik drumherum, aber das ist schon dieser Wertansatz. Und das Media Lab hat schon von Anfang an eine sehr starke Lernkultur gehabt, ohne sich vielleicht darüber so bewusst zu sein. Aber das Lernen im Media Lab findet wie in einem alten Architekturstudio statt. Also man arbeitet in einer kleinen Gruppe mit einem Mentor oder mehreren Mentoren, die verschiedene Erfahrungswerte haben, aber mit einer Gruppe von Studenten an Projekten. Jeder hat sein eigenes Projekt. Die Projekte sind alle öffentlich sichtbar. Also wenn man da durchs Media Lab durchläuft, durchs Gebäude auch, alle Wände sind aus Glas. Man kann alles sehen. Die ganzen Sachen liegen auf den Tischen rum. Man kann eigentlich fast alles anfassen. Man sollte nicht alles anfassen, aber diese Kultur eben, dass man da quasi baut und dass jeder da auch Kritik loswerden kann oder dass jeder das sieht und man das zusammen macht, das ist ganz, ganz fest verwurzelt im Media Lab. Und die Leute, mit denen ich zusammenarbeite da, die versuchen eben diese Ideen, diese Prinzipien des Lernens online umzusetzen. Also wir machen verschiedene Sachen. Wir entwickeln Technologie, also wir schreiben Software, wir entwickeln Software. Wir entwickeln Modelle für, wie die Leute zusammen lernen können online und versuchen das aus in Prototypen.
Und wir beschäftigen uns so mit dem institutionellen Drumherum und wie sich das, also wie Innovation in der Universität funktionieren könnte. Wenn man jetzt so fragt, so, was sind die großen neuen Ideen, was sind die innovativsten Sachen? Das sind eigentlich Sachen, die man schon seit Hunderten von Jahren weiß. Also dass es zum Beispiel im Kindergarten super ist, wie man im Kindergarten lernt. Ja? Das wissen wir seit Ewigkeiten. Kindergarten ist auch in Deutschland, glaube ich, erfunden worden. Da muss man sich, das ist dann eher so, dass man sich an diese Grundprinzipien wieder zurückerinnert, so ein bisschen, und dass das durch Technologie dann verbreitet. Also das denke ich, ist eine interessante Sache, dass viele der besten Ideen im Bildungsbereich sind schon ganz, ganz alt. Und die Technologie gibt uns die Möglichkeit, die jetzt neu zu machen oder auf interessantere Arten und Weisen zu machen. Das andere ist, dass eine riesige Frage ist immer noch, wenn man jetzt mal die Institutionen außen vor lässt und die Leute einfach im Netz lernen, hat man ja zum Teil riesige Communities mit 100.000 Leuten drin. Und da ist es für den Einzelnen sehr leicht, verloren zu gehen. Und dann herauszufinden, wie man in diesen großen Communities kleine Gruppen finden kann, von Gleichgesinnten oder Teams bilden oder Cohorts oder so, und die dann speziell unterstützen, das ist eine Frage, die hat noch keiner gelöst. Zum Beispiel am Media Lab, wir haben drei Kriterien für alle Projekte, die wir machen, über die wir Erfolg definieren. Das ist einmal Uniqueness, also ist es einzigartig oder haben es schon 10 andere gemacht? Wenn es 10 andere gemacht haben, sollten wir es nicht tun. Also es muss unique sein. Impact, also hat es irgendwie eine Bedeutung in der Welt? Erreicht es viele Menschen mit Verbesserung von Lebensqualität oder erreicht es ein paar Menschen mit einer riesigen Verbesserung? Aber gibt es da wirklich, kommt da was bei raus? Und der dritte Punkt ist Magic. Und für mich ist Lernen Magic. Und Magic, da hat noch nie einer eine Tabelle geschrieben, in der definiert ist, sind das 70% Magic oder 50% Magic? Aber wenn man das sieht, weiß man das. Das ist dieser Wow-Effekt. Wenn ich das Feuerwerk sehe und das begeistert mich, dann weiß ich, da ist irgendwie Magic. Und genauso ist es beim Lernen. Wenn wir lernen, wir wissen, dass wir was gelernt haben. Und der Professor weiß das auch, dass da was gelernt wurde. Und wenn da Projekte bei rauskommen, können wir das auch sehen. Aber das, was da gelernt wird, können wir ganz oft, die wichtigen Sachen können wir ganz oft eben nicht beschreiben in Tabellen. Und das ist für mich das große Problem mit der ganzen Datensammlung, dass wir anfangen, Wert zu legen auf die Daten, die wir messen können, und wir diese ganzen viel wichtigeren Lernerfahrungen dann vielleicht so ein bisschen an den Rand drücken, weil die eben sich nicht so leicht messen lassen.